und ein Moinsen zu diesem Stadion-Audio-Vlog gegen Union Berlin im DFB-Pokal. Dienstagabend, 18 Uhr, ist das Erste, was man sagen muss. Ein bisschen eklig natürlich die Anstoßzeit. Für uns VfB-Fans, Heimfans natürlich ein bisschen unspektakulärer, sage ich mal, weil die Nähe einfach da ist bei den meisten Heimfans, würde ich mal tippen zumindest. Bei Union natürlich ziemlich hart. Trotzdem natürlich krass, dass da 1.500 auf dem Dienstagabend aus Berlin runterfahren. Also Respekt an jeden Auswärtsfahrer. Wir haben ja morgen Baden-Württemberg auch einen Feiertag. Ich weiß gar nicht, ob die in Berlin einen Feiertag auch haben, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube tatsächlich nicht. Deswegen umso krasser, dass da noch wie viele da mitfahren runter. Bei uns ausverkauft, ist natürlich einerseits nicht der Rede wert, weil es gerade normal ist, wenn ihr versteht, was ich meine, weil wir gerade einfach so einen Ansturm haben, aber eben in Sachen Pokal und zweite Runde und sowas schon der Rede wert, weil letztes Jahr hat man das Gleiche, klar, Bielefeld war ein schwächerer Gegner, zweite Liga, andere Situation, da waren halt 25.000 im Stadion, aber in der zweiten Runde beim 6-0 war es ja, glaube ich, jetzt wieder ausverkaufte Hütte, der Heimbereich ist so ausverkauft, wie ausverkauft sein kann gerade, hitzige Stimmung wird drin sein, glaube ich, 18 Uhr, natürlich Flutlicht an, auch das schon geil, die ganzen DFB-Pokal-Layouts und so weiter im Stadion zu sehen, die ganzen Grafiken und so weiter, ist schon geil. Und auch natürlich unsere Stadionlichtershow, die wir jetzt haben. Ne? Das Dach oben, weiß-rote Stadionlichtershow, das ist schon auch was Besonderes. Pokal hat generell sowieso, finde ich, was Besonderes, ein geiles Feeling. Und letzte Saison bis ins Halbfinale gekommen, das tat ein bisschen weh, tatsächlich da rauszufliegen. War auch die einzige Heimniederlage von Hoeneß oder unter Hoeneß bisher, bis eben zum Spiel am Samstag gegen Hoffenheim dann. Da wären wir fast ins Finale eingezogen und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, ne? Heimspiele gehabt, auch das Ausspiel bei Nürnberg war brutal. Im Pokal weit zu kommen, ist einfach ein geiles Feeling, deswegen darf es auch gerne diese Saison wieder so weitergehen. Heimspiel gegen Union sind, glaube ich, schon auch so eine leichte Favorit und ich glaube, der Rolle können wir heute Abend auch gerecht werden. Ich habe Bock auf geile Stimmung, Bock auf ein geiles Spiel. Klar, Verlängerung im Meterschießen hat auch immer seinen Charme, aber ich hätte es auch gerne 90 Minuten heute Abend durch. Schauen wir mal, wie es wird und dann let's go. Verdient, Mann. Oh, wer war's?
Berlin, wir fahren nach Berlin, 1893, hey, hey. Geil, geil, geil. Verdient weiter. Nicht wunderschön, aber verdient. Das gesamte Stadion macht mit, alle stehen. Hey, Frau B. Ja, das kann man mal so machen. Weitergekommen im Pokal gegen Union Berlin. Jetzt heißt es schon Achtelfinale, aber der Reihe nach. Es ging los mit sogar extra Pokaleinlaufmusik, war mir bisher auch noch nicht aufgefallen, weil auf jeden Fall halt nicht unsere normale VfB-Heimspiel-Einlaufmusik, sage ich mal. Logischerweise, ne, habe ich auch schon im Intro gesagt, Flutlichtspiel, Abendspiel, 18 Uhr Anpfiff, also Weiß-Rote Lichtshow war mit am Start, sieht schon echt ganz schön aus. Ich glaube, im Torjubel haben sie das gar nicht eingebaut, das hatten sie damals gemacht gegen Darmstadt, glaube ich, deswegen auch da nichts zu übertrieben, weil geht es ja auch ganz schnell, dass da in der Lichtshow und so Geschichten wie in Wolfsburg oder sowas zum Beispiel too much werden. Bei uns finde ich es bisher wirklich vollkommen in Ordnung. Man hat gemerkt von Beginn an, dass da richtig, richtig Bock drin war. Also soll jetzt nicht so klingen, dass irgendwie überraschend wäre, dass eine ausverkaufte Hütte Bock auf ein Spiel hat, ne? Aber für eine Pokal-zweite Runde, für einen Dienstagabend, 18 Uhr, gegen einen Gegner, wo du weißt, der würde es nicht so, ne, den Mega-Fußball entgegenbringen, könnte vielleicht ein zäheres Ding werden, war schon richtig, richtig Bock dran und von Minute 1, von der Stimmung her und so weiter. Die Fans haben Bock auf Pokal, habe ich mir direkt nach ein paar Minuten aufgeschrieben, in meiner Notiz, die ich mir während dem Spiel immer mitschreibe. Und zu teilen würde ich sagen, schon auch irgendwie eine Form von spezieller Pokalstimmung so. Weil ich glaube, wenn das Spiel 1-2-1 Ligaspiel wäre, hätte es vielleicht in einer oder anderen Situation nicht so eine Stimmung entwickelt oder nicht so eine hohe Stimmung entwickelt in ein paar Höhepunkten, wie es jetzt heute Abend getan hat. Muss sagen, wir haben dominiert eigentlich das gesamte Spiel, immer mehr vom Ball gehabt, war aber irgendwo klar auch gegen Union, wurden aber lange Zeit nicht klar genug in unseren Chancen, nicht klar genug in Abschlüssen und so weiter, letzter Pass, ne, so Geschichten, letzte Klarheit. Dann fiel natürlich zum perfekten Zeitpunkt des 1-0, ne, vor der Halbzeit, Nachspielzeit der ersten Halbzeit, davor eine Riesenchance noch von unten, wo eigentlich auch quasi nichts falsch macht, dann geht der Ball vom Pfosten noch raus, auch wieder Pech gehabt, deswegen umso schöner, dass es dann auch unten war, der abgestaubt hat, da steht, wo ein Stürmer zu stehen hat, wie man so schön sagt, beim 1-0 dann mit dem Halbzeitpfiff quasi, muss man generell sagen, die Jungs waren komplett am Start, das Team war komplett am Start, Reingang in Zweikämpfe, ja, kollektiv einfach, ein Kollektiv, eine souveräne, kollektive Leistung, bei Union ist es schon ein paar Mal mehr aufgefallen, dass irgendwer den Sprint verweigert hat oder da lag ein Ball da und er rafft nicht ganz und ist halt irgendwie auch mental einen Schritt zurück, einen Schritt hinter dem VfBler dann an den Ball kommt, so Geschichten bei Union. Da merkst du schon, weiß ich, 11 Niederlagen am Stück jetzt, das merkst du schon, das hast du schon gemerkt bei Union. Die haben uns auch nicht viel nach vorne gebracht, da muss man auch ganz ehrlich sagen, dieser eine Torabstand, das war halt vor allem lange gefährlich, weil ein Tor, eine doofe Flanke, eine Ecke von Union, dann steht es auf einmal 1-1. Ne? Das war das Einzige, was so ein bisschen, ich sag mal, Spannung reingebracht hat, irgendwas Gefährliches reingebracht, weil von Union selbst, zumindest auf mich im Stadion, von meinem Gefühl aus im Stadion, wurde es nicht so viel Gefahr ausgestrahlt von Union selbst. Wir hätten es auch schon früher dicht machen können, das Ding. Paar Konter auch ein bisschen dumm ausgespielt, vielleicht zu verspielt ausgespielt, zu überhaspelt vielleicht. Das war auch schon teilweise ein bisschen schade. Ich glaube, Silas auch eine recht große Chance gehabt, in der zweiten Halbzeit noch, fällt mir gerade so ein. Ganz wild dann eben auch. Man merkt, ich rase hier durchs Spiel durch eigentlich, weil ich jetzt schon bei einer Szene bin, die nach dem Abpfiff ist, weil viel mehr war da halt nicht, ne? Aber nach dem Abpfiff war da doppelrot für Union. Ich glaube, der Trainer war es auf jeden Fall noch irgendwer anders. Also da war viel, viel Hektik drin und viel, viel Rage drin bei Union. Du merkst auch da wieder, in so Szenen nach dem Abpfiff kann man sich theoretisch sparen, aber wenn es halt in so einer Situation ist, wo der Haussegen vielleicht auch ein bisschen schief hängt bei Union, dann passiert halt sowas auch. So Emotionen kochen dann hoch. Das war auch ein bisschen die Gefahr ja vorm Spiel, ne? Einerseits war klar, du hättest schlechtere Gegner erwischen können, also schlimmere Gegner erwischen können. Union schon so ein bisschen, hört sich nur auf Englisch an, so ein bisschen there for the taking, ne? So ein bisschen aufzufressen quasi, weil es einfach nicht läuft bei denen aktuell. Aber eben auf der zweiten Seite von der Medaille, sage ich mal, ist halt eben auch Pokal und Pokal schaut seine eigenen Geschichten und du könntest vielleicht für den Aufbaugegner spielen, eben für so eine Mannschaft, die so eine Niederlagenserie hat, aber ist nicht passiert. Ich glaube, man kann es echt so runterbrechen auf, war es nicht wunderschön, aber es war verdient. Es war wirklich sehr verdient. Bis die Statistik nicht 1-1 im Kopf war, war auf jeden Fall wieder mehr Torschüsse, mehr Pässe gespielt, dies, das. Auf jeden Fall, wie gesagt, nicht wunderschön, nicht spektakulär oder sowas. Fast irgendwie, muss ich fast sagen, ein komisches Gefühl aus dem Stadion rauszugehen, weil so
Es war wirklich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl von, ja, Job erledigt. So, nicht viel mehr, nicht viel weniger, Job erledigt. Gibt eigentlich nichts zu meckern, aber jetzt auch nichts irgendwie an die hohe Glocke zu hängen oder sowas. Und da muss man auch fast sagen, auch wieder im positiven Sinne natürlich, das ist nicht mehr mein VfB. Das ist nicht mehr mein VfB. Aus dem Stadion zu laufen, nach einem, ja, einfach eiskalten, souveränen Arbeitssieg. So, Arbeitssieg, vielleicht Pflichtsieg, wie auch immer. Sowas hatten wir auch schon lange nicht mehr, dieses Gefühl, oder ich zumindest nicht, dieses Gefühl von, jo, war geil und alles, aber jetzt keine krassen Höhepunkte, keine krassen Tiefpunkte, einfach, ne, so wie es läuft, so wie ich es gewünscht habe, auch vom Spiel gesagt, hätte gerne in 90 Minuten das Thema schon abgehakt, ja, haben wir auch geschafft in 90 Minuten, einfach so ein bisschen ein Gefühl von Aufgabe, Job ist dann so ein bisschen, fand ich nach dem Spiel auf jeden Fall, deswegen kann man echt sagen, einfach ein entspannter Pokalabend, in dem her natürlich auch ein paar Sachen passiert, bei uns auch parallel, Leipzig ist raus, ist auch sehr, sehr geil, Nummer 1, weil die halt keinen Mensch braucht, aber Nummer 2 halt auch, die haben jetzt letzten zwei Saisons am Stück einen Pokal geholt, das heißt, sie können es kein drittes Mal schaffen. Das heißt, damit so ein bisschen auch, in den letzten Jahren ranschaut, so ein bisschen der Pokalfavorit Nummer 1 auch schon mal raus. In Wolfsburg war es ja, glaube ich. Und auch ganz interessant, Homburg weiter gegen Fürth, der nächste Regionalliga Südwest-Gegner. Oder, weiß ich gar nicht mehr, war das Balingen? Ja, das müsste Regionalliga gewesen sein. Genau, Reutlingen ist, glaube ich, eine Liga drunter gewesen, da war es im Stadion, aber Balingen war ein Viertliga Südwest-Gegner, wäre mit Homburg dann nächstes Mal. Gucken, was wir zugelost bekommen. Sonntagabend ist das natürlich, auslosen Pokal. Das heißt, vermutlich zeitlich kommt das recht hin, dass wir es quasi in die Schlussphase oder vielleicht nach Abpfiff von unserem Heidenheim-Spiel mit reinnehmen können. Natürlich da wie immer auch wieder live am Start, Livestream-Reaction für Heidenheim VfB und auch für den Pokal dann. Dann bleibt nämlich viel mehr übrig zu sagen, als wie immer alles gerne in die Kommentare zum Spiel. Ich glaube, diesmal gab es nichts allzu Spektakuläres, über das wir reden können, aber vielleicht einfach auch mal ein bisschen wieder Glücksgefühle in die Kommentare. Einfach Glücksgefühle in die Kommentare. Wie hat sich das Spiel für euch angefühlt? Dies, das. Und dann wie immer gerne auch kostenlos Abo und Like da lassen. Ganz klare Geschichte. Und bis zum nächsten Mal.